Tag. Wir sehen Sie nicht, aber wir hören Sie. Schön. Wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein. Ich war letztes Jahr das erste Mal in dieser Kirche bei einem Konzert von Freunden von Georg Kratzer und Clemens Bittmann. Und die haben mir gesagt, du musst kommen, du musst dir das anhören. Nicht nur wegen uns auch, aber wegen der Kirche, weil die klingt so gut. Und jetzt haben wir oder ich und alle von uns schon in vielen Kirchen gespielt. Es gibt wunderbare Kirchen, die sind wahnsinnig überakustisch. Das ist dann schon schön, aber auch schwierig. Dann gibt es Kirchen, die sind ganz trocken. Das ist dann auch schwierig. Und dann gibt es solche Kirchen, wo eigentlich, aber ja, es gibt Kirchen, wo es wirklich ganz gut passt und es gibt Kirchen, wo es einfach unglaublich gut passt. Und das ist hier der Fall und wir sind wirklich glücklich, dass wir immer wieder mal als quasi ein Programm, das wir zwischendurch spielen, wenn uns so eine Anfrage ereilt, von einer Kirche ein Programm finden für den Platz, wo wir spielen. Und das ist heute der Fall und wir freuen uns schon wahnsinnig, Ihnen das vorspielen zu dürfen. Das war am Beginn zwei Stücke, die wir sehr, sehr lange schon im Repertoire haben, aber ewig nicht gespielt haben, weil wir andere Sachen spielen. Auch. Aber eben in dem Raum haben wir gesagt, sollen wir es unbedingt spielen, weil das klingt ja ganz wunderbar. Und eben so haben wir diese Stücke nach dem Platz heute, haben wir diese ganze Setlist zusammengestellt und hoffen, dass es Ihnen gefällt. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, wer das Radio String Quartett ist. Das ist Cynthia Liao an der Bratsche. Wer gestern in der Wild Arena war, dem werde ich das jetzt wahrscheinlich umsonst sagen, der wird es schon wissen, hat gestern ein wunderbares Konzert gespielt am Cello Sophie Abraham. An der Violine Igmar Jenner. Violine Bernie Meilinger. Vielen Dank. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Dank. Nach einer Reihe von Stücken waren das am Schluss zwei Eigenkompositionen. Begonnen hat es mit einem, das langsame Stück war eine, hat mich inspiriert, Avo Pärt, wer ihn kennt, ein großer estnischer Komponist, der viel Chormusik geschrieben hat und mich damit sehr inspiriert hat. Das war ein Stück, das in seiner, ihm gewidmet ist. Er lebt Gott sei Dank noch, also nicht eingedenk, sondern ein Stück angelehnt an Avo Pärt. Und danach ein Stück mit dem Titel Undefined Journey to the Inside von unserer letzten CD In Between Silence. Zuvor haben wir wieder was ganz Altes gespielt. Musik von John McLaughlin aus den 70er Jahren vom Mahavishnu Orchester, das wir vor 15 Jahren, circa 16 Jahren mittlerweile, für unser Quartett arrangiert haben. Und ja, die Musik ist dann, wir kennen sie jetzt schon lange, aber eben zu solchen Anlässen ist es dann immer wieder schön, wenn man die alten Sachen in so passenden Räumen spielen darf. Das nächste folgende Stück ist auch ein Stück von John McLaughlin, von dieser legendären Mahavishnu-Band, die wir für Streichquartett arrangiert haben, hat den Titel Dawn. Thank you.
Vielen Dank. Das nächste Stück, da brauchen wir eine Biene. Okay. Dafür, sonst ist das Stück nicht wirklich glaubwürdig. Und zwar ist es inspiriert von Salvador Dalí. Ein Bild von Salvador Dalí hat uns vor mittlerweile 10 Jahren inspiriert, die Musik zum Bild zu schreiben. Und das Bild hat den Titel Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate 1 Second Before Awakening. Ich werde das nach dem Konzert dann abprüfen. Wer das noch weiß, ist... ich kenne jemanden, der das weiß. Aber jedenfalls ist das so diese Gala, seine Muse liegt am Strand auf einem Felsen und wird von einer Biene umschwirrt. Und was sie da so träumt, haben wir uns in Musik umgesetzt und klingt bei uns dann so. Thank you.
Thank you.
wer das Stück gekannt hat, Peace von Joe Zawinul. Ein eigentlich ziemlich unbekanntes Stück von ihm, das er nach seiner Zeit mit Weather Report 1986, glaube ich, geschrieben hat, haben wir für Quartett arrangiert. Das waren jetzt eigentlich die meisten Sachen aus den letzten 15 Jahren, die es dieses Quartett jetzt gibt. Als letztes Stück, das wir heute im offiziellen Teil spielen wollen, gibt es jetzt was, was es noch nicht gibt, was es aber bald geben wird. Und zwar werden wir im Oktober, am 7. Oktober eine neue CD rausbringen. Und wir haben uns mit der Musik von Johann Sebastian Bach beschäftigt. Das ist jetzt nicht unbedingt die neueste Idee, die man haben kann. Allerdings für uns ist es die neueste Idee, dass wir das machen. So gesehen haben wir was nicht Alltägliches gemacht. Wir haben eine Solosonate, eine Violinsolosonate, zu einem Quartettsatz umfunktioniert. Das heißt, es ist so, die Pfeiler der Musik sind von Bach, alles was rundherum ist, ist von uns. Was ungefähr Sie hier erwarten kann, hören Sie mit diesem letzten Stück. Vorher möchte ich mich noch ganz herzlich beim Salmi bedanken, dass er uns hierher eingeladen hat. Das ist, viele sind wahrscheinlich öfters hier, die kennen das, für die sage ich das wahrscheinlich umsonst, aber die es nicht wissen, der Salmi ist hier in Krumpendorf eine Institution, die für sicher viele Sachen bekannt ist, Klima, was auch immer, barfuß. Er ist, glaube ich, ein Original. Für uns Musiker ist er eine unglaubliche Integrationsfigur. Ich kenne ihn schon, wie er noch in der Steiermark war. Es war nicht so wie hier, weil das ich verfolgt habe, aber ähnlich. Er hat sich immer wahnsinnig darum gekümmert, dass Kultur passiert, dass Musik passiert, dass jeder irgendwie wen kennenlernt. Und man muss sehr dankbar sein, dass man solche Leute in der Umgebung hat. Und ja, Salmi, vielen Dank. Thank you.
Thank you.
Wir darf schon noch was spielen, wenn es wollt. Ja. Ich möchte noch ein bisschen was ankündigen, nämlich wir haben auch CDs mit, wir haben wirklich einige schon gemacht. Wir werden sie gerne verkaufen, signieren, eben auch was reinzeichnen. Und im Oktober, genauer gesagt am 7. Oktober, werden wir unsere neue CD Bach Like Waters veröffentlichen. Dieses letzte Stück, was wir eben gespielt haben, war das Presto daraus. Es gibt noch ungefähr mehr als 30 Minuten irrsinnig spannende Musik von Bach und von uns auf dieser CD Like Waters. Und falls ihr dieses letzte Stück schön fandet, dann könnt ihr jetzt auch schon so eine CD vorbestellen. Wir werden nämlich am Freitag, am 26. August, werden wir eine Crowdfunding-Kampagne beginnen, um unsere CD zu finanzieren bzw. mitzufinanzieren. Das ist schon immer eine kostenintensive Sache und Sie könnten uns dabei unterstützen. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn ihr diesen Weg ein bisschen mit uns geht. Man kann uns finden unter www.radiostringquartett.net oder auf Facebook oder Instagram. Überall werden wir diese Crowdfunding-Kampagne ankündigen. Jetzt spielen wir noch zwei Stücke für Sie aus unserem letzten reinen Quartettalbum In Between Silence. Dieses letzte Quartettalbum hatte das zum Thema eigentlich das Leben selbst, nämlich das, was, also am Anfang stellen wir uns vor, war Stille und am Ende ist auch wieder Stille und das, was dazwischen passiert, ist In Between Silence. Drei von uns haben geheiratet in der Zeit, als wir an diesem Album arbeiteten. Es kamen. War jetzt nicht miteinander. Nein! Es kamen drei Kinder zur Welt. Auch ja. Nicht miteinander. Da hätten wir dann auch scheiden müssen. Das ist nicht passiert. Und das nächste Stück, womit wir jetzt anfangen, heißt Yours. Und hier auch eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal gehört, dass bei einem Volk in Afrika, wenn die Frauen sich ein Kind gewünscht haben, sind sie in den Wald gegangen und haben meditiert wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und ihnen ist dann eine Melodie zugekommen. Und diese Melodie war dann die Melodie des Kindes. Und ich habe mir vor inzwischen 7 Jahren haben wir uns sehr ein Kind gewünscht und ich habe das gleich gemacht. Und so heißt dieses nächste Stück Yours.